Franziska Weishaupt aus Binbach hat ihre Berufung im Sanitätsdienst der Malteser Stiftung gefunden. Angefangen hat sie als Schulsanitäterin und ist dann darüber zu den Maltesern gestoßen. Ich habe mich schon immer für den gesundheitlichen Bereich interessiert und ich habe das dann halt einfach im Schulsanitätsdienst mal ausprobiert und habe gemerkt, dass mir das halt viel Spaß macht. Als Schulsanitäterin an der Realschule Großenlüder ist sie die erste Anlaufstelle für ihre Mitschüler bei Verletzungen, egal ob Schürfwunde oder Kreislaufzusammenbruch. Ich habe angefangen mit Schulsanitätsdienst, wo ich dann zum Schulsanitäter ausgebildet wurde. Und dann kam ich durch einen anderen Schulsanitäter, ein Kumpel von mir, hat mich dann gefragt, ob ich mal mit zu einer Gruppenstunde mitkommen möchte. Und so kam ich dann hier nach Plangenau. Auch bei den Maltesern ist sie sehr aktiv und bildet sich fleißig weiter. Eine große Herausforderung neben der Schule. Ich gehe ja noch als Praktikantin mal bei verschiedenen Sanitätsdiensten mit, an irgendwelchen Veranstaltungen oder Festen. Und mir macht das sehr viel Spaß. Man ist ja auch nicht alleine. Und ja. Neben ihrem Engagement als Sanitäterin ist sie noch Betreuerin bei Kinder- und Jugendfreizeiten und hilft Mitschülern bei ihren Hausaufgaben.